Ja, und ich bin mal echt interessiert oder freue mich echt schon auf die Zeit, denn wie ich das alles mache, wie das alles gebaut wird. Ihr könnt da ja auch Wünsche, Fragen, Anregungen könnt ihr ja auch einfach in den Mitteltopf werfen. Und ich lese mir das dann alles durch und reagiere dann auch drauf. Aber sagt mir jetzt nicht sowas wie, ja, bau mal die Sonne nach, 1:1. Und bau da drinnen ein Geheimquartier. Sowas weiß ich nicht. Sowas ist natürlich denn ein bisschen utopisch, sage ich mal. Ach ja, was mir noch aufgefallen ist hier, da habe ich ein bisschen miese gemacht. Diamantschwert. Und normalerweise wäre das Diamantschwert mit Rückstoß. Bloß ich wusste jetzt nicht, wie ich da jetzt Rückstoß drauf machen soll, ohne jetzt irgendwas zu verlieren. Aber ich glaube, mit Büchern kann man das machen. Ich glaube es auch. Ah, das könnten wir natürlich auch noch jetzt in die zweite Staffel mit reinnehmen. Also so richtig, dass wir so richtig hip werden und so die Sachen, so die neuen Sachen machen und richtig hip und modern sind, yo. Nein, aber wir können natürlich sowas mit reinnehmen. Verzauberung und so und Tränke brauen. Kann man alles mit reinnehmen. Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Nein, da freue ich mich schon drauf, weil es gibt auch sowas wie Unsichtbarkeits- Tränke und was nicht alles. Da ist ja die Welt. Da ist ja der Welt keine Grenze. Oder sind ja keine Grenzen gesetzt. Boah, man rennt hier aber echt schon eine ganze Weile. Ich will gar nicht wissen, was das wäre, wenn wir mal spontan entscheiden, vom Portal aus, von unserer Staffel 2 Welt, einfach mal nach zum Spawnpunkt zurückgehen. Will ich gar nicht wissen, was dabei rauskommen würde. Wie lange das dauert, ich glaube, da müsstet ihr euch denn 2, 3 Folgen, 2, 3 Folgen müsstet ihr euch da frei nehmen. Ich will ja nichts sagen, aber war das vorher schon hier? Hehe. Ich glaube, wir werden hier ein bisschen eingedrängt von der Borg. Ich gehe jetzt einfach mal weiter und tue so, als hätte ich nicht gefragt. Hä, aber die war doch vorher schon nicht so weit, oder? Egal. Ich bin sogar da rausgekommen, wo ich rauskommen wollte. Und ich hätte Zäune mitnehmen sollen, aber natürlich vergesse ich sowas wieder. Egal. Dann machen wir jetzt hier, tun wir mal so, als wäre das nicht passiert. Und ich packe hier erstmal das ganze Kies nach unten, damit ich hier auch ganz vernünftig arbeiten kann. Die Schaufel lasse ich so, weil die werde ich auf jeden Fall auch brauchen. Boah, kennt ihr das bei Erkältung, wenn man da so richtig so einen ekelhaften Druck auf den Ohren hat? Das ist bei mir gerade und ich hasse das immer. So, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier machen soll. Ich glaube, ich mache den Weg so, und dann mache ich hier einfach mal so und mache das dann einfach mal, adaptiere das auf 2. So. Boah, jetzt ist mein Ohr frei und jetzt ist irgendwie alles so von der Lautstärke um 20 erhöht worden. Ja, ich glaube, dann mache ich. Sorry, da musste ich mir mal an der Nase kratzen. Mich an meine eigene Nase fassen. So, Erde müssen wir natürlich auch öfter wahrscheinlich in Anschlag nehmen. So, dann mache ich jetzt mir erstmal einen Eindruck, wie sieht das aus? Guck mal, da ist auch Kies. Mensch, wir hätten gar nicht rübergehen müssen. Obwohl, nee, das nehme ich jetzt nicht mit. Irgendwas müssen wir uns doch überlegen. Weil das mit dem, da weiß ich nicht, er sieht ein bisschen. Oh, meine Nase. Sieht ein bisschen doof aus hier mit dem Kies, dass das. Weiß ich nicht. Müssen wir uns noch was überlegen, aber ich mache jetzt den Weg hier erstmal weiter so. So, ich habe natürlich eine Schaufel, aber warum sollte man die auch benutzen? Wird ja vollkommen überbewertet. So, da machen wir mal weg alles. Das Unkraut. Und wir kommen natürlich jetzt hier genau. War ja typisch. Genau auf das unheilvolle Hell kommen wir jetzt hier natürlich hinaus. Aber perfekt.
So, da ich jetzt sowieso kein Bedürfnis habe, da irgendwie mal reinzuschauen, macht das hier... Nee, das ist ein bisschen gefährlich, wenn ich das... Ich mach das hier einfach mal auf 2, weil nicht, dass ich dann mal so sage, ach Mensch. Ja, jetzt ist mir gerade nichts eingefallen. Verstumm mich einfach mal und tu jetzt so, als wäre nichts gewesen. Ach Mensch, baue ich da einfach mal eine Tiefe und... Huch, fall einfach mal in die Lava rein. So. Mist. Jetzt wird da bestimmt ein Flint raus. Nee, doch nicht. Ja, das ist immer so das Doofe an Kies, wenn man 64 Kies hat, 64 Kies irgendwo hinbaut und sich denkt nicht, wie die 64 Kies irgendwo anders hin haben, denn ist natürlich klar, dass keine 64 überbleiben. So, Mensch, ich denke mir jetzt mal einfach, ich baue hier einen in die Tiefe. Da hat wohl wer mitgedacht. So. So, ich habe jetzt nämlich keine Lust, das so ein Hoch abstehen zu lassen mit dem Kies. Deswegen lasse ich das jetzt ein noch in die Tiefe. Ich überlege gerade. Was natürlich doof ist an Minecraft, ist, dass das halt einfach alles komplett gerade ist immer. Manchmal hätte ich so gerne ein paar Nuancen. Hätte ich hier gern so, dass das halt alles nicht so gerade ist. So wirklich gerade in die Landschaft nicht reinpassend. Ich mache jetzt hier einfach mal so. Und gehe hier einfach mal einen rüber. So, du kommst auch weg und da. So, wie muss denn das jetzt hier? Ich mache jetzt hier erstmal Kies rein. Ich befülle das erstmal. Nee, das ist doof. Dann machen wir so. Und da rein. Und dann müssen wir von hier irgendwie... Genau, von hier aus weitergehen. Und ich glaube, dann gehe ich ab hier wieder gerade oder so. Ja, dann gehe ich ab hier wieder gerade. Was ich mir jetzt aber überlegt habe, oder was ich in den letzten Folgen auch schon mal erwähnt habe, ist, dass ich hier, weiß ich nicht, in der Mitte so ein bisschen erweitere mit Erde. Und da dann ein Häuschen drauf baue. Das könnte man auf jeden Fall machen. Muss ich mal schauen, wie ich das denn umsetze. Aber das wäre auf jeden Fall echt cool, weil das denn so ein bisschen ist wie so ein Bauernhaus. So halt einfach auf dem Dings drauf. Einfach auf dem... Ja, einfach auf dem Teich drauf. Und dann könnte man da ja irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie eine Mühle hinbauen. Und ich glaube, ich mache jetzt hier so den Kiesweg, lasse ich jetzt hier einfach so ein bisschen enden. Und lasse das ein bisschen so gewollt aussehen. Oder ungewollt. So. Und so. So, es sieht jetzt zwar nicht 100% ungewollt aus, aber wenigstens ein bisschen. Aber wie ich das denn hier mache? Boah, ich weiß nicht, ob ich das mit der Brücke wirklich so lasse, weil dieses Orange, das sticht natürlich auch immer so ein bisschen, oder sticht natürlich gleich so ins Gesicht. So wie dieser Farbfehlerbalken. Oh, wir haben die Nacht durchgemacht. Ich muss mal ein bisschen was ändern. So, warte, das kann so nicht weitergehen. Helligkeit mache ich mal auf, ich mache das jetzt einfach mal auf 18. Weil dann fällt mir das so ein bisschen auf. Okay, ist es dunkel, du solltest mal pennen gehen. Und weil ich will hier nicht jedes Mal so zweimal abgebaut und zweimal Kies natürlich. Ich will jetzt hier natürlich nicht über meinen Körper hinaus arbeiten gehen. So. Boah, die Frage ist echt, wie ich das hier mache. Mit der Brücke, wenn ich das... Oh, vielleicht mache ich das auch komplett anders. Egal, ich überlege mir da auf jeden Fall nochmal was. Und dann mache ich gleich eine Aufnahmepause. Und freue mich des Lebens. Hihi. auf jeden Fall werde ich den Wald... Ach, nicht den Wald, sondern das Landstück werde ich hier auf jeden Fall ein wenig mehr besiedeln. Ich vermisse hier so ein bisschen die Schafe. Kann es sein, dass sie weg sind? Muss ich mal nach da vorne gucken. Weil da habe ich ja... Ich glaube, die fühlen sich... Die haben sich ein bisschen gekränkt gefühlt. Oh, ein Hase! Hase! Ja. Der denkt sich wahrscheinlich gerade auch so...
Okay. Totstellen. So, aber hier, da vorne ist ein Schweinchen. Hier ist nochmal ein wenig Kies. Und hier waren, hier waren Schäfchen gewesen. Wären jetzt zwar nicht 100% die sein, die vor dem Weltverlust hier waren. Naja, gut. Hallo, liebes Schäfchen. Oh, hier ist nochmal Kies. Was mir auch so aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das hier überall so ist. Ja, hier zum Beispiel kann man das gut erkennen. Ich weiß nicht, ob man das gerade sieht, aber hier zum Beispiel, wo jetzt mein Fahnenkreuz ist, da ist ja ein heller Punkt und der ist ja ein links unten, der Pixel, ein da drüber. Und der ist hier zum Beispiel nicht. Das heißt, die Erde hier zum Beispiel, also die Bodentexturen, die ändern sich einfach. Also die werden komplett, das ist im Nether zum Beispiel, ist mir das auch aufgefallen. Als ich gebaut habe, da normalerweise ist es ja so, dass sie immer gleich geblieben sind. Und mit der neuen Version war das so, dass ich die gebaut habe. Und dann haben die sich, nachdem ich die gesetzt habe, haben die sich dann gedreht, sage ich mal. Per Zufall irgendwie, keine Ahnung. Und dadurch habe ich das gemerkt, dass das nicht alles gleich ist von den Texturen. Und Minecraft so wahrscheinlich ein bisschen versucht, Zufall reinzubringen. Hier beim Kies ist zum Beispiel, da sieht man hier ganz eindeutig hier oben der Dunkle, der bleibt immer hier oben. Und der ändert sich nicht. Kann aber auch sein, dass das... Nee, das ist... Das könnte sich... Hätte sich theoretisch auch drehen können, aber... Na gut, man will ja jetzt dem Spiel nichts vorschreiben und man will ja auch nicht meckern oder so. Aber man hätte es natürlich beachten können und mit reinnehmen können. Nein. So. Jetzt haben wir hier drüben... Ich weiß nicht... Ist nicht so das Wahre mit der Brücke hier. Ich überlege, ob wir das nochmal irgendwie anders machen. Man könnte jetzt natürlich auch, was mir ganz spontan so in den Kopf gekommen ist, man muss ja nicht alles so unnatürlich hier lassen, sondern man kann natürlich jetzt auch so einen künstlichen Weg erstellen und dann mit Kies sozusagen weiterführen. Sprich, ich will es jetzt nicht so spektakulär machen, sondern einfach, dass auf der Höhe, da wo ich gerade den Block anvisiert habe, dass das alles so mit Erde gemacht wird und dann da drunter und dann halt Kies drauf, aber halt so ein bisschen... Na, nicht, dass das wie ein Strich in der Landschaft hier ist, sondern so ein bisschen so... So ein bisschen... Weiß ich nicht, dass man halt sieht, dass es nicht natürlich sein... dass es nicht unnatürlich sein soll. Ja, naja gut, ich würde sagen... Ich mache denn jetzt ein Aufnahmepäuschen. Und freue mich, dass ich... Heute... wie soll ich sagen, die Zeit gefunden habe und alles wiederhergestellt habe. In der Let's Play-Welt, dass ich da... Zeit gefunden habe aufzunehmen und hat mir wie jedes Mal natürlich Spaß gemacht und ich freue mich dann auf die nächste Folge und freue mich natürlich auch über die 500 Abonnenten, die mich abonniert haben, noch als Schlusswort und freue mich natürlich, wenn die Zuschauer wieder einschalten und wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal! Ich will das jetzt nicht so lang halten, diese Verabschiedung, wie ich das sonst immer so mache. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt will ich die... Mist. Jetzt will ich die Musik noch ausklingen lassen. Momentchen. Bla 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 bla. Noch ein bisschen um den heißen Brei herumreden. Ja, ich bin froh, dass wir jetzt das Stonehenge, also mein Henge, jetzt hier fertiggestellt haben. Der Baum, der passt ja natürlich jetzt nicht ganz... in die Landschaft, das war jetzt ja mehr oder weniger nur zur Holzproduktion. Ja, ich bin froh, dass das hier jetzt alles fertig ist. Mit dem Weg hier, mit der Brücke, da werden wir uns natürlich noch was anderes überlegen, das ist ja klar, aber ihr könnt ja vielleicht auch mal was in den Raum werfen, dann passt das schon. So, das Lied ist jetzt gleich vorbei und ich habe jetzt erfolgreich noch eine halbe Minute rausgedrückt, damit das mit dem Lied passt und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.